Hallo, schönen Tag. So, ich habe da jetzt vor, Nudelteig machen, ne? Und ja, werde dann mal abmessen, dass man dann sicher mehr weiß, wie und wie viel ich da nehme, ne? Wie viel Mehl und wie viel Wasser und Ei. Jetzt so sind drei. Nehmen dann vier. So, vier Tassen, ne? Von den normalen, diese aus Action sind, glaube ich, 200 Gramm Gläser. So, dann mache ich so eine Mulde. Wer mag, der kann das Mehl ja durchsieben. Ne? Ich mache mir die Arbeit nicht. Ist vielleicht auch falsch, aber egal. So, dann lockere ich so ein bisschen das Mehl einfach mit den Fingern so ein bisschen durch. So. Und da kommen jetzt zwei Eier rein. Man kann auch mehr, auch drei, auch vier, wie man mag. Obwohl Nudelteig, der mag Eier. Je mehr, je besser, ne? Aber für den Zweck, was ich so jetzt brauche, den Teig für Pelmeni machen oder Vareniki, Manti, auch Nudeln eh so mal ausrollen, ne? Für sich handgemachte, selbstgemachte machen. Für meine Bedürfnisse ist es ausreichend, ne? Aber man kann auch mehr nehmen, ne? So, erstmal. So, habe ich ein bisschen meine Hände aufgefrischt. So, und dann, jetzt habe ich mir ein Glas Wasser geholt, ne? Das Wasser kommt zu der linken Hand. Weil die rechte Hand, die wird im Teig immer jetzt erstmal. So, dann rühre ich einfach die Eier erstmal mit dem Mehl so. Bisschen verbinden, schön durchmischen und da kommt schon ein bisschen halb, ne, Viertel lassen, fast die Hälfte, ne, erstmal rein und ich gucke so. Und man guckt, wie das Mehl so sich fühlt. Und hier ist so eine trockene Stelle, da habe ich ja schon fast Teig, ne? Da tue ich mal noch ein bisschen rein. So. Und jetzt tue ich das so im Kreis so rundum, immer mal zur Mitte, den Teig nehme ich immer so mit, ne? Mit zur Mitte. Und ja, und dann sieht man wieder, hier bleibt noch so mehlige Stelle. Noch ein bisschen, nicht immer ein bisschen rein. Nur nicht übertreiben. Aber auch wenn man zu viel Wasser mal hat, ne? Man kann ja Mehl dazu geben. Aber so Stück für Stück weiter, ne? Kommt man dann. So, ich würde sagen, dieser Teig wäre schon. Und dann mache ich immer, dass ich den Teig so in ein Bällchen, so einen Klumpen zusammen, ne? Das ist wie da wie so eine, in ein Stück nicht arbeitet. So, ja, ich glaube, das
mir das Wasser hat gereicht. Und das sogar den ganzen Teig, der tut sich dann ab von den Händen. Und ja, so haben wir den Teig. Er ist schön geschmeidig. So. Nicht matschig, aber weich. Normal, ne? So kann man so leicht hineindrücken, ne? Das ist schon okay. Und so viel eben Wasser habe ich jetzt verbraucht, ne? Nicht das ganze Glas. Ich glaube, so ein Viertel ist geblieben, ne? Und das kann man dann schön kneten. Und dann ist das gut. Es kann dann ein bisschen ruhen. Und dann knetet man das wieder ein bisschen um. Ja, das ist gut. So, finde ich. So, dann kann es ein bisschen liegen. Decke ich schön mit Deckel drauf. Und dann stelle ich es mal zur Seite. Für eine halbe Stunde. Dann knete ich es um. Und dann kann man damit schon arbeiten. Oder vielleicht noch ein bisschen stehen lassen. Dem tut es immer besser. Es wird immer geschmeidiger. Ne? Aber auch so, wenn es zu weich ist, wenn es noch liegt, dann wird es weicher. Deswegen, wenn die Konsistenz oder so, diese Festigkeit ist top, soll man nicht zu lange liegen lassen. Einfach schön durchkneten. Und das ist einfach das Liegen, das macht es nur so, bindet den Teig und macht es so glatter. Dass es so in sich zusammen sich so verbindet sozusagen, richtig geschmeidig macht. Ja, zum Ausrollen dann, ne? Zum Weiterverarbeiten, dass es dann besser ist. Ne? So, habt ihr gesehen, Mehl, Eier, Wasser. Ich tue kein Salz rein, kein Öl. Es gibt, wenn man es möchte, bitteschön, der ja. So, und auch in den Mengen, ne? Das ist so ein Anhaltspunkt. Das Glas kann ja auch größer sein, weil wer hat ja verschiedene, ne? Das ist ja, das wird ja abgemessen, das Mehl mit dem Glas, mit dem gleichen eben. Und auch das Wasser. Und das ist für jeden so ein Anhaltspunkt. Habe ich eine größere Tasse oder eine kleinere Tasse. Und dann entsprechend nehme ich so viel Mehl. Und das Wasser ist eben auch dann auch in der Tasse oder so wird abgemessen in der gleichen. Ne? Deswegen, da kann man keinen Fehler machen, wie groß mein Glas ist oder euer Glas. Es hängt dann von der Menge ab. Oder man macht dann vielleicht, ich habe ja 4 Tassen genommen, vielleicht macht man 5 und da braucht man das ganze Glas Wasser. Kann man ausprobieren. Ne? Nur immer so langsam rein und das ist okay. So, ich will es dann jetzt mal abdecken. Lass ich stehen. Bei mir wird es heute viel weniger geben. Das Gehackte kennt ja jeder, wie man Gehacktes verarbeitet. Ne? Fein Zwiebel hacken, ganz fein schneiden, Salz, Pfeffer und eben umrühren. Das Gehacktes, ne? Und dann eben füllen. Dann. Ich rolle immer aus, so kleine wie Stückchen und werden dann die Pelmeni ebenso geformt, ne? Und dann gekocht im Wasser. So, und der Teig ist auch für Varenike, auch für Mante, wer mag, ne? Ist das gleiche. Ich nehme den gleichen. Vielleicht gibt es auch so, dass man auch spezielle Teigs für gibt, aber jedem
seins, ne? So, ich wollte nur das eben zeigen. So, danke und wünsche auch euch gutes Gelingen beim Kochen. Tschüssi.